im Finanzsektor in der Regel null Steuern. In anderen Branchen kann es, glaube ich, 10% Steuern geben. Und was Einkommenssteuern belangt, die ist, gehören sie 20%. Und Kapitalertragssteuer haben sie keine Mehrwertsteuer, keine Erbschaftssteuer auch nicht. Also wer vermögend ist, kommt da relativ gut davon. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also, dann kann ich nur sagen, schön, dass es geklappt hat. Wunderbar, Lieber freue mich. Sven Lorenz, ja, du wirst dich ja gleich unseren Zuschauern und Zuhörern noch vorstellen. Wir wollen heute mal über SARG sprechen. Und da bist du ja ein Experte auf dem Gebiet oder auf dem, was das Thema betrifft, Wohnen, Leben, Business machen auf SARG. Viele unserer Zuschauer und Zuhörer wissen vielleicht, was SARG ist. Und einige mögen sich jetzt fragen, was ist das? SARG mit K oder mit G? Aber vielleicht nutze gleich die Gelegenheit und stellst dich selbst mal vor und vor allem auf dieses schöne Fleckchen Erde, woher du kommst. Ja, hallo, mein Name ist Sven Lorenz. Ich bin Unternehmer, Journalist, Buchautor, Investor und wahrscheinlich schon seit fast 30 Jahren mit dem Thema alternative Wohnorte, früher mal als Steueroasen bezeichnet. Den Begriff nimmt man ja heute nicht mehr. Ich bin seit fast 30 Jahren wahrscheinlich mit dem Thema befasst, lebe das auch gewissermaßen. Ich bin 98 von Deutschland nach Großbritannien umgezogen. Hatte damals schon das Gefühl, langfristig sollte man sich aus Deutschland entweder zurückziehen oder sich noch ein alternatives Standbein aufbauen. Das hat sich alles relativ vorausschauend erwiesen. Und ich wohne eben auf dieser kleinen Insel Sark im englischen Kanal mit K geschrieben, Sark. Die Insel ist erstaunlicherweise bekannter, als man denken sollte, auch in Deutschland. Und zwar liest man regelmäßig in den deutschen Medien Reiseprofile. Entweder über Sark oder über die Kombination Guernsey und Sark. Gerade war jetzt in der FAZ wieder ein riesiger Artikel drin. Letztes Jahr war in der Hannoveraner Zeitung ein ganz toller Artikel, den ich gelesen habe. Musst du sagen, da ist jedes Detail korrekt wiedergegeben. Ist ja auch immer gut zu sehen, wenn die Medien mal was richtig beschreiben. Und ja, ich bin da 2004 zum ersten Mal aufgeschlagen, wohne seit 2017 dort und wir wollten heute über dieses Thema etwas ausführlicher Genau. sprechen. Beschreib doch mal so ein bisschen Sark für unsere Zuschauer und Zuhörer. Also wie groß ist das? Wie muss ich das vorstellen? Was ist ich? So groß wie Mallorca? Wie viele Leute leben da? Was für welche Sprache gesprochen? Natürlich Englisch, aber es liegt ja näher an Frankreich als an England. Ja, also beschreib doch mal so ein bisschen, wie man sich die Insel so vorstellen muss. Wie ist das Wetter und so weiter? Also Sark ist ein Kuriosum dahingehend, es ist eine Insel mit nur 500 Einwohnern, die sich aber so verwaltet als wie ein Land. Es ist de facto ein Land. Es Und ist es gehört auch nicht zur UK dazu. korrekt, es ist eine sogenannte Kronbesitzung. Der Status von den Kronbesitzungen ist etwas schwierig zu erklären, weil der ist über Jahrhunderte organisch gewachsen. Das hat man nie irgendwie mal am Reißbrett geplant. Und im Detail ist alles ein bisschen kompliziert, aber es läuft am Ende darauf hinaus. Sark verwaltet sich selber, die Insel hat ein Parlament, eigene Steuergesetzgebung, eigene Richter, eigene Polizei. Also da ist quasi alles da, was man so braucht, um sich selber zu verwalten. Entgegen einem weit verbreiteten Irrtum gehört auch Sark nicht zu Guernsey dazu. Der Irrtum entsteht immer mal wieder, weil es gibt den sogenannten Ausdruck Bailiwick of Guernsey. Das ist die Vogtei Guernsey. Also sehr altmodischer Begriff. Die Vogtei Guernsey, da gehört Sark dazu, aber das ist ein rein geografischer Begriff. Es hat keinen juristischen Hintergrund. Und Sark hat den gleichen Status wie Guernsey oder wie Jersey oder die Isle of Man. Die verwalten sich ja auch alle selber. Und ja, die Insel ist, wie gesagt, mit 500, 600 Einwohnern relativ klein. Sie ist 5,5 Quadratkilometer. Das ist, wer schon mal in Monaco war, das ist 2,5 mal die Größe von Monaco. Aber halt eben nur mit 500 Einwohnern, wogegen in Monaco im Moment 38.000 Leute wohnen. Unglaublich. Und also ich könnte stundenlang über die vielen Features von Sark sprechen. Das bekannteste ist wahrscheinlich zum einen, die Insel ist autofrei. Man hat da mal vor Jahrzehnten die Entscheidung getroffen, wir wollen keine Autos. Es gibt also nur Feldwege. Es gibt keine asphaltierten Straßen und es gibt Traktoren, auch ehrlich gesagt ein paar zu viele davon, aber die sind für den landwirtschaftlichen Betrieb und für die Logistik, Bauarbeiten und so das tägliche Hin und Her von Gepäck und Einkaufsgütern und so sind die ganz wichtig.
Aber es ist eine sehr ruhige, naturbelassene Insel und ganz wichtig, es gibt eine minimale Regierung dort. Mich hat neulich jemand gefragt, wie viele Regierungsmitarbeiter habt ihr denn eigentlich? Ja, die Frage kam ja auch. Ne? Bei 500 Einwohnern habe ich gedacht, da muss doch jeder bei der Polizei, beim Finanzamt oder irgendwo im Parlament sitzen. Korrekt. Also es ist so, echte Regierungsmitarbeiter im klassischen Sinne haben wir 4 oder 5. Wir haben mehr Leute, die für die Regierung irgendwas machen. Also zum Beispiel der Kranführer im Hafen, der arbeitet auch für die Regierung, macht es aber nur Teilzeit. Also der ist kein Regierungsmitarbeiter im klassischen Sinne. Was wir haben, sind 18 Parlamentsmitglieder. Also gemessen an der Gesamtbevölkerungszahl sitzen über 3% der Bevölkerung im Parlament. Das ist so, als wären in England 1,8 Millionen Menschen im Parlament. Das ist etwas ungewöhnlich. Hat den Vorteil, man trifft seinen Parlamentarier am Samstagmorgen auch im Supermarkt. Es ist so ein bisschen, also die Höflichkeit schreibt vor, dass man die dann nicht ständig irgendwie auf der Straße anspricht, weil das geht denen sonst auch auf den Keks. Aber man kennt sich untereinander, es gibt keine politischen Parteien. Die Regierung hat keine Schulden, sie hat Geld in der Kasse für ungefähr ein Jahr. Und der ganze Staatsapparat ist einfach sehr minimalistisch ausgelegt. Und für viele Dinge gibt es noch nicht mal wirklich Gesetze. Also wir haben zum Beispiel kein Arbeitsrecht, es gibt einfach keines. Menschen machen einfach Arbeitsverträge, so wie sie das für richtig halten, und es funktioniert auch. Ja. Aber das Interessante ist jetzt, dass einwanderungsrechtlich gilt britisches Recht. Und wer immer das Recht hat, in UK zu wohnen, hat auch das Recht, in Saar zu wohnen. Korrekt? Im Prinzip ja, die Details sind immer ein bisschen komplizierter. Also einwanderungstechnisch sind die Kanalinseln separat. Mhm. Aber dadurch, dass man mit Großbritannien keine Grenzen hat, hat man etwas ausgearbeitet, was ich immer so ein bisschen als das brüderliche Verhältnis bezeichne. Man macht im Wesentlichen die gleichen Dinge. Und zum einen haben die Kanalinseln, dadurch, dass sie nicht zu Großbritannien gehören und sie selber verwalten, haben sie sehr viele Freiheiten, aber sie tun auch den Bogen nicht überspannen und nutzen diese Freiheiten nicht aus. Also wenn zum Beispiel die Kanalinseln, Guernsey, Jersey und Saar, wenn die zum Einfallstor, zur Hintertür, zum Vereinigten Königreich werden würden, weil sie jeden reinlassen und irgendwie ein Visum herausgeben, das sich zum Beispiel speziell an russische Waffenhändler richtet und die einlädt, dann würde Großbritannien da sagen, Leute, also so geht's ja nicht. Und dadurch, dass man eine offene Grenze, also keine Grenze hat, ist man einfach in einem Dialog. Den Dialog gibt es seit Hunderten von Jahren. In der Praxis läuft es so, dass zum Beispiel alle Gesetze, die auf den Kanalinseln erlassen werden, also ich kenne mich mit Saar und Guernsey aus, für Jersey weiß ich jetzt halt nicht alle Details, die Gesetze müssen vom Parlament lokal verabschiedet werden und dann werden sie an den Beraterzirkel der Krone geschickt. Da sitzen dann Anwälte und andere Experten drin und also ich wüsste jetzt von keinem Fall, wo die dann zu einem Gesetz Nein gesagt hätten, aber halt eben auch, weil man in einem konstanten Dialog ist, man hat ähnliche Werte und dadurch ist man so in einer Art, ja, ich sag mal, koordinierten Koexistenz. Und das Gleiche gilt für Einwanderungsrecht. Also es gelten separate Regeln, aber sie sind fast analog, weitgehend überlappend und auf jeden Fall auch abgestimmt. Aber wenn jetzt zum Beispiel, also wenn jetzt jemand Brite ist, der lebt in UK oder auch Ire, der dürfte dorthin umziehen. Ja? Korrekt. Und wenn jemand Pre-Sell-Status hat oder Sell-Status hat und EU-Bürger ist und in UK lebt, der dürfte auch dorthin umziehen. Absolut. Es gibt dann wieder ein paar Schattierungen, ohne jetzt ständig in Details abdriften zu wollen. Also auf Guernsey zum Beispiel ist der Wohnungsmarkt aufgeteilt in den sogenannten Open Market und den Local Market. Den Open Market, die Immobilien darf jeder mieten oder kaufen. Die sind deswegen teuer. Den Local Market, das ist für die existierenden vorhandenen Einwohner oder für jemanden, der einen Arbeitsvertrag hat mit einer sogenannten License. Dann darf man da auch rein. Also im Detail alles ein bisschen kompliziert, aber im Grunde genommen ist es so, Briten, Iren und jemand mit Zettelstatus darf da hinziehen. Okay. Und jetzt generell, du bist ja selber dahin gezogen. Was fasziniert dich denn jetzt am Leben und Wohnen auf der Insel und wem würdest du empfehlen, sich mal die Insel auf seine Shortlist zu setzen, der auch überlegt, woanders hinzuziehen? Ja. Was macht den Reiz da aus? Es gibt ja viele Inseln. Warum Saar? Korrekt. Und da kann ich eigentlich gleich mit einem weit verbreiteten Missverständnis, glaube ich, aufräumen. Damit muss man anfangen. Es wird immer als Steueroase beschrieben und es wird immer irgendwie gesagt, jeder, der da hinzieht, der zieht da wegen den Steuern hin. Und ich habe ja im Jahr 2020, das ist immer noch ein separates Thema, da kommen wir gleich noch drauf, habe ich mal eine kleine Einwanderungskampagne gestartet, die recht erfolgreich war. Und da kamen halt in 4 Monaten 120 Leute dann auf die Insel neu. Und aus vielen, vielen Gesprächen mit denen ist mir absolut klar,
dass die Steuern nicht das primäre Motiv sind, warum Leute nach Saar ziehen. Sie ziehen dorthin, weil sie wollen gerne auf einer Insel wohnen, vom Meer umgeben, grün, Natur, unbelassen, sehr altmodisch, eine tolle Community, altmodisch im Sinne von, die Kinder können in die Schule laufen, denen passiert nichts, gibt ja auch keinen Verkehr, man muss das Haus nicht unbedingt abschließen, Kriminalität ist im Grunde genommen kein Thema. Und dann irgendwie so an vierter oder fünfter Stelle kommt eben, und die Steuern sind auch sehr gut. Und die Steuern sind halt eben nicht am Einkommen oder am Vermögen gemessen, sondern man hat die Option zu sagen, ich zahle so eine, es ist de facto eine Pauschalsteuer, die sich an der Größe der Immobilie orientiert. Niemand muss mehr als ungefähr 10.000 Pfund bezahlen. Ich glaube, nur 4 Leute bezahlen so viel. In der Regel eine Familie mit, sag mal, Mann, Frau, 2 Kinder in einem schönen Haus würden so ungefähr 6.000 Pfund bezahlen, würde ich mal sagen. Und das ist natürlich sehr angenehm und man muss keine Rechenschaft ablegen über Einkommen oder Vermögen. Welche Buchführung man hat, das entscheidet man selber. Das ist private Entscheidung. Und es fasst auch so ein bisschen den Modus operandus des Staates dort zusammen. Es ist ein minimalistischer Staat. Der Bürger hat alles. Wir haben Zivilisation. Wir haben den Constable, wenn was schiefläuft. Wir haben ein Gefängnis. Wir haben einen Richter. Aber es ist halt alles so ein bisschen auf Sparflamme und damit ist jeder zufrieden. Und das ist ein insgesamt sehr wunderbares Leben. Jetzt hast du ja gerade eben schon von Guernsey gesprochen und von den, sage ich jetzt mal, von den Herausforderungen dort eine Immobilie zu finden. Wie ist es auf Sark? Also im Jahr 2020 war es ganz anders, als es heute ist. Die Insel hatte eine wahrscheinlich fast 10 Jahre währende Wirtschaftskrise, wo es so nach und nach abbröckelte. Lange Geschichte, man findet dazu auch viel im Internet. Es gab da politische Querelen auf der Insel, unter anderem mit den Barclay-Brüdern, die haben mit der Bank nichts zu tun. Das waren zwei Zwillinge, Milliardäre, die auf einer Nebeninsel von Sark wohnten und politische Scharmützel sich lieferten, aber auch sehr viel investierten. Das lief alles schief. Ich denke, da wurden auf beiden Seiten wurden Fehler gemacht. Auf jeden Fall führte das 2015 dazu, dass die Barclay-Brüder gesagt haben, uns reicht's, wir machen unsere Hotels und sonstigen Betriebe auf Sark zu. Von heute auf morgen, wir entlassen alle. Und damit war die Insel in einer längerfristigen Krise. Junge Leute gingen weg, es gab wenig Arbeitsplätze. Die Touristensaison ist relativ kurz, ist halt eben nicht die Côte d'Azur, was das Wetter anbelangt. Kommen wir auch nochmal drauf zurück. Und im Jahr 2020 war es dann so, dass im Sommer wahrscheinlich ungefähr 360 Leute auf der Insel wohnten, von früher mal 600, also ziemlich dramatischer Rückgang prozentual. Und im Winter haben wir mal im Februar gezählt, da waren nur 90 Leute da. So, da ging es echt an die Substanz und dann war das Gerücht, ging um, dass der Supermarkt vielleicht schließen muss, weil einfach nicht mehr genug Geschäft da ist. Und dann habe ich diese Kampagne ins Leben gerufen, um neue Leute auf die Insel zu holen. Die ging dann viral, verbreitete die sich im Internet, war etwas unerwartet, aber lief sehr gut. Wir waren dann weltweit in den Medien, bekamen tausende von E-Mails. Und damals waren 20% der bewohnbaren Immobilien von Sark leer. Also wow. Als dann Leute ankamen, ich bekam einen Anruf von jemandem, der hatte 10 Wohneinheiten auf Sark, da ist das alles leer. Kannst mir sofort Leute bringen, die können morgen einziehen. Und dann habe ich quasi mal so den bewohnbaren Leerstand von 20% auf wahrscheinlich Richtung 0% verändert. Und es gibt weiterhin sehr viele Ruinen auf Sark, also durch Wirtschaftskrise und andere Faktoren gibt es viel verfallene Bausubstanz. Aber das Boot ist jetzt erstmal so bisschen voll dahingehend, es muss auch renoviert und investiert werden. Dann ist auch mehr Platz da, aber der Wohnraum ist erstmal knapp, muss man ganz klar sagen. Also es müsste sich jetzt jemand, der jetzt Interesse hat, dort zum Beispiel umzusiedeln, sich überlegen, ob er da nicht ein Projekt dann macht, so ein Project Home sich zulegt und dann restauriert. Ja, oder also es gibt eigentlich, meistens gibt es was. Wer was haben will, der findet schon was in der Regel. Es ist halt nicht die Qualität, die man vielleicht als Deutscher gewohnt ist, und vielleicht nicht gerade das Wunschobjekt. Früher war es immer schon so, also ich bin ja da 2004 zum ersten Mal hin. In der Regel hat man sich auf Sark erstmal was zugelegt, dass man Fuß in der Tür hat. Mhm. Und wenn man dann auf der Insel ist und kennt die Leute und ist präsent, hört man ja, was auf den Markt kommt. Es ist ja also eine so kleine Community, da ist ja bekannt, wer jetzt gerade wegziehen will oder so. Und dann macht man ein Upgrade nach einer gewissen Zeit. Das ist so ein bisschen der Preis, den man bezahlen muss. Kannst du mal was zu den Lebenskosten sagen? Also fangen wir bei den Mietkosten vielleicht an. Wo geht es da so los? Wo muss man sich ungefähr orientieren? Und generell, die Lebenskosten im Vergleich
jetzt vielleicht zu UK oder den anderen Inseln? Wie sieht es da aus? Ja, also ein Einfamilienhaus zu mieten, sowas mit Garten, zwei, drei Schlafzimmern, kostet irgendwo zwischen 20.000 und 30.000 Pfund pro Jahr. Also die Miete wird auf Sark immer pro Jahr angegeben. Es gibt auch billigere Objekte, man findet auch immer mal was für 10.000 Pfund, irgendwie eine Wohnung oder so ein kleines Bungalow oder so. Und dann gibt es auch gelegentlich mal ein Objekt für 40.000 Pfund, das dann aber auch schon echt nett ist. Nett und größer, also so 5 Schlafzimmer und sehr guter Standard. Und so in dem Bereich spielt sich das ab. Lebenshaltungskosten, ich habe einmal vor 3 Jahren schon, aber ich denke mal, das ist noch einigermaßen aktuell, habe ich mal so einen Shopping-Vergleich gemacht, auf Sark eingekauft und dann mal vom Kassenbon verglichen mit den Preisen so bei Sainsbury's in England online bestellt. Da ist Sark so 30-50% teurer. Klar, kleine Insel, Logistik, muss alles eingeschifft werden. Auch Guernsey ist teurer als UK, aber kommt halt auch daher, dass einfach Guernsey reicher ist als UK. Also das GDP per capita auf Guernsey ist, glaube ich, so grosso modo so 50% höher. Und wer frisch nach Guernsey zieht, hat in der Regel einfach Geld. Also das ist ein teurerer Standort innerhalb der britischen Inseln. Wie sind die Verkehrsanbindungen? Also wie komme ich denn auf die Insel? Ich fliege immer von London Gatwick nach Guernsey. Also Sark hat keinen eigenen Flughafen, wird auch auf Sicht keinen eigenen Flughafen haben. Man muss nach Guernsey fliegen und dann fährt man mit dem Taxi oder mit was auch immer für ein Pferd man hat, in den Hafen runter und dann fährt dort die Fähre. Die Fähre im Sommer ist ungefähr 35 Minuten. Die Winterfähre, das ist ein Boot, das auch bei schlechterem Wetter fahren kann, braucht so ungefähr 45, 50 Minuten. Von Gatwick aus fliegt 5-mal am Tag ein Flieger nach Guernsey. Also es ist auch keine kleine irgendwie viersitzige Propellermaschine, sondern das sind richtige Flieger. Guernsey ist halt Finanzzentrum. Ja, klar. Punkt ohne Ende. Und die Flieger sind immer voll. Und zum ersten Mal in 15 Jahren hat die Fluggesellschaft von Guernsey, die gehört zum Staat, hat es auch im Wind geschrieben. Die sind echt gut ausgelastet, aber es gibt 5-mal am Tag einen Flug, das ist überhaupt kein Problem. Und dann im Sommer gibt es 4 oder 5 Fähren nach Sark am Tag, im Winter gibt es 1, 2 oder 3. Und ich sag mal, das ist der Preis, den man bezahlen muss für das angenehme Inselleben. Also wem Schiffe und Fähren überhaupt nicht liegen, der ist auf Sark einfach am falschen Ort. Und wem das irgendwie gut gefällt, weil er sagt, ist ja super, da bin ich immer mal auf dem Meer. Wir haben Delfine, die man regelmäßig sieht. Jetzt sind neulich auch mal ein paar Wale vorbeigeschwommen. Also das hat so alles seinen eigenen Charme, aber es muss einfach liegen. Wir sind ein Nischenprodukt. So, und dann kommst du mit der Fähre an. Und dann stelle ich mir gerade so bildlich vor, dann sehe ich dich jetzt mit deinem Koffer. Läufst du jetzt mit dem Rollkoffer nach Hause? Nein, wir haben eine extrem gute Logistik. Also das ist echt ein absoluter Traum auf Sark. Alles, was ich der Fähre gebe, also auf Guernsey gebe ich einfach meine Sachen ab, wird in mein Haus gebracht, taucht dann bei mir im Haus auf. Wie mit dem Traktor hingefahren. Genau, wird mit dem Traktor hingefahren und jeder hat halt seinen Traktormann. Okay. Und man kennt sich untereinander und also es ist sicher, es ist super effizient. Ich habe mal in London mal einen antiken Esstisch gekauft, der war 3,60 Meter lang, 1,50 Meter breit. Und habe den dann halt mal nach Sark verschiffen lassen. So. Und man muss sich nie um irgendwas kümmern. Alles taugt im eigenen Haus. Aber so sensationell. Du hattest ja vorhin beschrieben, also die Insel ist ungefähr 2,5 so groß wie Monaco. Und es wohnen 500 Leute ungefähr. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es jetzt verschiedene Dörfer, Siedlungen, Kleinststädte? Oder ist das alles verteilt, die Häuser? Nee, es gibt ein Dorf. Das Dorf ist nicht besonders dicht besiedelt. Also auch letztes Dorf fühlt sich ländlich an. Und dann gibt es quer über die Insel verteilt Häuser. Also es wurde nie zentral geplant. Es ist quasi das gesamte Layout, das Straßennetzwerk, alles von Sark, so wie es im Jahr 1565, als dort mal angefangen wurde, eigentlich so, wie es damals angelegt wurde. Ich wohne am Rande des Dorfs und jeder hat irgendwie ein Fahrrad oder kann eigentlich auch überall hinlaufen, aber Fahrrad ist halt irgendwie so das allgemeine Verkehrsmittel. Und die Insel ist insgesamt größer, als man denkt. Jeder, der dorthin kommt, stellt nach 2 oder 3 Stunden fest, es ist viel größer, als ich mir das vorgestellt habe, weil es halt eben viele Buchten, Hügel, Wanderwege und so weiter gibt. Also man kann da stundenlang rumlaufen, aber gleichzeitig so im täglichen Verkehr, ich bin in 3 Minuten mit der Post und so weiter und so fort. Also es ist überschaubar, aber es ist insgesamt größer, als man sich das vorstellt. Und was ist so die lokale Wirtschaft? Du hast schon gesagt, da gibt es einen Supermarkt. Was gibt es noch? Sicherlich einen Pub wahrscheinlich. Ja, also es ist eine Insel, die primär mal so die normale Wirtschaft lebt vom Tourismus. Es gibt auf der Insel sage und schreibe 7 Hotels. Es gibt viele Bed and Breakfasts und auch so kleinere Betriebe.
Wir haben im Sommer im Moment gerade 10 Restaurants. Also Restaurants, das ist irgendwie so alles mitgezählt, was irgendwie Pub ist oder halt irgendwie Essen serviert, Bistros. Und wir haben 2 Pubs, die ganzjährig offen sind, ein Hotel, das fast ganzjährig offen ist und ja, so diverse Saisonbetriebe. Die Saison, muss man sagen, ist schon relativ kurz, also es ist nicht die Côte d'Azur. Das Wetter ist sehr mild, es gibt nie Frost. Es wachsen Palmen auf der Insel. Wir haben jetzt gerade bei uns, ich habe mir Zitronenbäume gekauft. Die stellen wir zwar im Winter ins Greenhouse, aber also es ist relativ milde, wird aber im Sommer auch nicht brachial heiß, dadurch, dass man halt vom Meer umgeben ist und der Kanal ist halt auch nicht so warm wie das Mittelmeer oder das Rote Meer. Ich sag mal, wenn es in London 31 Grad sind, sind es ab Sarg 26 Grad. Es regnet nicht mehr als woanders. Wir haben es ist eher so, man hat immer ein Lüftchen und alle fragen immer so nach, ich will ein Haus mit Meerblick. Da sage ich, nee, du willst kein Haus mit Meerblick, weil auf der Klippe, da weht der Wind relativ kräftig. Also du willst eigentlich so eher in der Inselmitte sein. Es ist Nordeuropa, es ist halt nicht Zypern und es ist nicht Malta, da sind wir auch total unapologetic. Ich wohne genau aus dem Grund dort, ich will eben nicht in der Hitze wohnen im Sommer und ich will gut an London angebunden sein. Mein Rekord war mal von der Haustür nach London Victoria in 3 Stunden 20 Minuten. Was? Da muss dann alles schon glatt laufen. In der Regel dauert es länger, aber man ist nicht aus der Welt und dann muss man sich ja immer auch mal vor Augen führen, also ich sag mal so ein bisschen bösartig, wer irgendwie in westlichen Wohlfahrtsstaaten lebt, der arbeitet erstmal bis zum Juni nur für den Staat. Und ich muss halt immer mal eine Stunde extra reisen. Also da kann ich echt mit leben. Aber das ist gutes Internet zu Hause, nehme ich an, ne? Sensationell gutes Internet. Also Sarg profitiert in vielerlei Hinsicht von Guernsey. Guernsey ist einfach ein Weltklasse-Finanzzentrum, denen quillt das Geld aus den Ohren raus. Und die haben halt super schnelles Internet. Die Kapazität ist viel zu groß, die die haben. Da ist Sarg dann der Profiteur davon. Und sonst haben wir 4G eigentlich überall auf der Insel auch. Also Thema. Du hast erzählt, du hast also wann war das, 2020, durch deine Kampagne 120 Personen oder Familien? 120 Personen. Personen sozusagen auf die Insel, sagen wir mal, gelockt oder argumentiert. Ja. Wie viel sind denn davon noch da? Das war die erste Frage. Mhm. Und die zweite, momentan ist ja nicht mehr so einfach wie damals auf die Insel neu zu kommen. Ja. Mhm. Wie viel sind denn auf der Warteliste und warten, dass es wieder vielleicht doch leichter möglich wird? Also im Moment von den 120 sind noch 55 da. Wir hatten definitiv Verschleißerscheinungen, speziell unter, kann man wirklich an Nationen festmachen, bei den Franzosen. Also es war erstaunlich, wie viele Franzosen da hinzogen, ohne Englisch zu sprechen. Was natürlich also Recipe for Disaster ist. Also das hat nicht funktioniert. Und wir hatten auch relativ hohe Verschleißerscheinungen bei den vielen Deutschen, die kamen. Also Deutsche waren einfach die größte Gruppe, einfach durch mich auch getrieben. Und da muss man schon klar sagen, also Lernkurve war bei mir auch das, viele Leute, und das hat gar nichts mit Sarg zu tun, sondern sind einfach nicht wirklich dafür geschaffen, im Ausland zu leben. Also da muss jeder auch so ein bisschen mal seinen Reality-Check mit sich selber machen. Sehr guter Punkt. Wer ins Ausland zieht und denkt irgendwie, die richten sich dann nach mir und es wird dann so wie in Deutschland, aber ohne die schlechten Sachen, so ist es halt einfach nicht. Und dann hat Sarg auch spezielle Probleme. Also das größte Problem ist, der Wohnraum auf der Insel ist halt größtenteils einfach echt nicht deutscher Standard. Ich meine, britischer Wohnstandard ist ja schon mal niedriger. Ja. Und auf Sarg gibt es einfach viele Schrottimmobilien, muss man ganz klar sagen. Und dann sind die Preise halt auch nicht so wie irgendwie in Sachsen, sondern sie sind halt einfach so wie in London Zone 3, was für mich als jemand, der quasi so arrogant sagt, ich habe früher in Chelsea gewohnt, ich vergleiche das mit Chelsea und das ist alles irgendwie schrottbillig. Aber für den Kontinentaleuropäer erscheint es halt teilweise teuer und das hat halt schon dazu geführt, dass es da Verschleißerscheinungen gab. Was man ganz klar sagen muss, ist, dass wenn Briten und Iren hinziehen, die Bleiberquote höher ist. Die wissen genauer, was sie sich einlassen, ist ja quasi wie zu Hause. Oder sind schon mal vorher da gewesen. Oder waren früher schon mal da. Wobei erstaunlich viele Leute nach Sarg ziehen, gerade im Moment, die noch nicht da waren. Also buchstäblich aus der Entfernung gemietet und dann dahin gezogen. Oder halt auch nur mal kurz da waren. Erzähl doch mal ein bisschen was zu Guernsey und dem Finanzzentrum, was ja viele sicherlich, die uns zuhören, jetzt auch nicht kennen, weil ich kann mir ja vorstellen, dass wenn jetzt jemand nach Sarg ziehen würde, er möglicherweise sagen würde, okay, in Guernsey kann ich dann ein Business gründen oder da finde ich dann Kontakte, mit denen man ein Business machen kann. Warum boomt Guernsey so? Was sind da für Branchen oder was für Art von Unternehmen finde ich da? Also Guernsey ist primär Finanzzentrum, aber auch mehr als das. Man muss vorweg sagen, Guernsey war nie so ein
Steueroasen, Finanzzentrum, wie man sich das vielleicht früher mal vorstellte. Also es gab nie Nummernkonten, man hat eigentlich auch nie so richtig nur eigentlich Briefkastenfirmen im klassischen Sinne gemacht, wie es das vielleicht in Panama gegeben hätte, sondern es war immer ein Finanzzentrum mit etwas mehr Substanz. Also aus Guernsey kommen zum Beispiel jedes Jahr so ungefähr 40% der hochverzinslichen Unternehmensanleihen in Europa. Das ist ein Kompetenzzentrum für Unternehmensanleihen. Wenn Amazon oder Netflix oder sonstige Konzerne in Europa irgendeinen Eurobond auflegen, dann machen sie das über Guernsey. Guernsey hat eine eigene Börse, eine Fully Recognized Stock Exchange. Da wird wenig gehandelt, aber man kann halt eben dort Listings machen und dann listet man dort seine Bonds. Da sind 4.000 Bonds gelistet in Guernsey. Wahnsinn. Und es ist, wie gesagt, eben ein Kompetenzzentrum für bestimmte Dinge, Versicherungen, Stiftungen, solche Sachen. Gleichzeitig kann man dort Unternehmen jeder Art gründen. Also zum Beispiel berühmt ist Specsavers, die Optikkette aus Großbritannien. Die sitzen auf Guernsey, produziert da teilweise sogar auch ein bisschen was. Die Firma Moonpig, die diese Ansichtskarten aus dem Internet verschicken, also so Grußkarten aus dem Internet, die sind auch nach Guernsey umgezogen, haben auch aus Guernsey verschickt und haben dort produziert und sind dann auch mal an die Börse gegangen in London, waren nach dem IPO eine Milliarde wert. Also das waren Unicorn aus Guernsey. Es gibt dort alles. Und man kann diesen Standort definitiv nutzen, um Firmen jeder Art anzusiedeln. Aber es sind einfach bestimmte Beschränkungen da. Zum Beispiel, man muss eine gewisse Substanz vorweisen. Also man muss seine Board-Meetings auf Guernsey machen. Kontoeröffnung ist auch ja wahrscheinlich mittlerweile überall nicht so ganz leicht. Also die Banken wollen wissen, was hast du denn da vor? Zeig mal deinen Businessplan, erklär uns mal, wer du bist, wo dein Geld herkommt und so weiter. Da ist Guernsey relativ streng und war halt im Jahr 2009 auch schon auf der weißen Liste der OECD drauf. Und diesen Status will man auf jeden Fall verteidigen. Also wer glaubt, er kann irgendwelches, sag mal, einfach zweifelhaftes Geschäft nach Guernsey bringen, der wird da sehr schnell feststellen, dass das da nicht funktioniert. Aber es ist ein sehr flexibler Standort. Man kann mit den Behörden gut sprechen. Ich hatte damals bei dieser Einwanderungskampagne, das war ganz witzig, da kamen dann Leute zu mir und haben gesagt, wir waren gerade bei der Einwanderungsbehörde und wir waren die Einzigen. Wir kamen sofort dran und nach 5 Minuten war unser Antrag abgestempelt und wir waren registriert. Das haben wir noch nie erlebt. Und in Guernsey ist bei weitem nicht perfekt, aber es ist einfach ein Staat, wo ich sag mal, der Staat den Bürger nach wie vor dient. Die Steuer, die Staatsquote ist wesentlich niedriger als in Großbritannien. Es ist nicht so, als gäbe es keine Bürokratie, aber es ist ein sehr unternehmerfreundlicher Standort und man kann dort definitiv was ansiedeln, ja. Jetzt diese 120 Neuankömmlinge vor ein paar Jahren, was hatten die denn so für Ideen, wovon sie ihren Lebensunterhalt bestreiten? Wollten die auch Firmen gründen dann? Entweder auf Sark oder auf der Nachbarinsel. Was haben die so gemacht? Also wir hatten im Grunde genommen zwei typische Profile bei den Einwanderern damals. Es waren zum einen Familien mit Kindern und alleinstehende Männer. Und fast alle hatten irgendwie ein portables Business. Also waren irgendwie hybrid. Ich treffe meine Kunden gelegentlich, aber ich kann eigentlich von zu Hause aus arbeiten. Und ich beschreibe sie immer so ein bisschen als die armen Millionäre in Anführungszeichen. Die Leute, die sich Monaco nicht leisten können oder auch Monaco einfach nicht wollen, die aber genug Einkommen haben, um zu sagen, ich will jetzt nicht 50% oder 70% meines Einkommens an den Staat abgeben. Und die sich dann halt ausrechnen, ja. Also ich sag mal, wenn mein Einkommen 200.000-300.000 Euro ist und ich zahle woanders 30%, 40%, 50% und auf Sark zahle ich halt vielleicht mit Family 6.000 Pfund, dann rechnet sich da vieles. Da kann man auch mal schnell hin und her fliegen. Ja, also wir haben Mandanten, die tatsächlich nach Monaco gezogen sind und die werden besser nach Sark gezogen. Also das waren nämlich Leute, die konnten sich diese teuren Häuser nicht leisten, aber auch schon die billigste Wohnung in Monaco, wo dann nicht mehr die Klimaanlage funktioniert hat, kostet halt 4.000, 5.000 Euro im Monat. Ja. Und da hast du dann also kein angenehmes Leben. Ja. Dann musst du dich erstmal das ganze Monaco-Umfeld mögen, was ja die meisten nicht mögen, weil es irgendwo künstlich ist. Klar, wenn du jetzt natürlich dir ein riesiges Penthouse da leisten kannst, dann ist alles angenehm, ist mir schon klar. Aber das ist halt immer der Punkt, ja, kann ich halt wirklich leben oder ist es halt einfach nur so eine künstliche Existenz? Ja, und das scheint ja so ein Sarg zu sein, dass man halt wirklich auch leben kann, gerade wenn man jetzt Familie hat. Aber jetzt hast du vorhin was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, wie viel waren es noch momentan? 520? Zwischen 500 und 600. Wir haben keine Statistik. So, okay. Also sagen wir mal, 500 bis 600 Einwohner, aber im Winter sind 90 da, habt ihr gezählt. Im Winter würde ich jetzt mal sagen, sind so 300. Jetzt meine Frage dazu.
gibt es da keine Probleme, weil, also meine, je nachdem, wie viele Tage ich ansässig bin auf der Insel, steuerlich gesehen, also muss ich da nicht 183 Tage mindestens auf der Insel sein? Oder gibt es da irgendwas zu beachten? Wie machen denn das die Leute? Wird es irgendwo eingetragen, ausgetragen, dass die immer wissen, wer ist da auf der Insel? Die Antwort ist sowohl simpel als auch kompliziert. Die simple Antwort ist erstmal, es gibt keine Anwesenheitspflicht. SAG hat nie ein Gesetz erlassen und man kann mit 0 Tagen Anwesenheit trotzdem im Steuerregister sein. Wie ich immer sage, das Problem ist dann auf der anderen Seite, wer halt dann halt 300 Tage im Jahr in Castrop-Rauxel ist, der ist natürlich in Deutschland steuerlich ansässig. Solange dein Haus da ist, ja, deine Haupt- und dein einziges Haus möglicherweise, deine einzige langfristig eingerichtete Wohnung, bist du da steuerpflichtig. Ja? Genau, es ist natürlich für eine Insel nicht gut, wenn jemand nie da ist, weil da kann dann auch ein Supermarkt und ein Restaurant nicht von leben und irgendwie brauchen wir eine lokale Wirtschaft. Und ich habe deswegen immer schon Kampagne dafür gemacht und habe dafür geworben, zu sagen, es muss 90 Tage irgendwie mal eingeführt werden als Regel. Und ich habe meinen Leuten immer gesagt, ihr solltet 90 Tage da sein, weil ganz ehrlich, wenn du nicht 90 Tage da sein willst, was willst du dann da? Ja, also dann, wir brauchen ja eine gewisse Insel-Community. Wir können ja nicht irgendwie nur von leerstehenden Häusern leben. Und es ist jetzt im Parlament ist es schon in Arbeit, dass diese 90-Tage-Regelung mal eingeführt wird. Und es werden auch 90 Tage sein. Das kann man auch relativ klar so absehen. Es wird dann kompliziert, wenn man nicht Brite und nicht Ire ist und dort unter irgendwelchen Visa-Regeln einwandert, was ganz wenige Leute verstehen und was auch keinen Sinn macht, aber so ist einfach die Welt, nicht alles macht Sinn. Es gibt unterschiedliche Anwesenheitspflichten unter Visumgesetzen als unter Steuergesetzen. Und zum Beispiel, es gibt auf SAG ein Unternehmervisum, das gilt für SAG. Also jeder auf der Welt kann nach SAG ziehen mit einem sogenannten Unternehmervisum, kommen wir gleich noch drauf auf die Details. Um dieses Visum aufrechtzuerhalten, muss man aber 180 Tage im Jahr da sein. Macht keinen Sinn, aber ist einfach so. Aber EU-Bürger zum Beispiel, die ja Pre-Settled-Status oder Settled-Status haben, müssen ja auch so lange sowieso in UK anwesend sein. Heuer. Korrekt, ja. Das heißt, die müssen eben, jetzt kann ich mir überlegen, bin ich in London, bin ich in SAG, ja, aber ich meine, diese Art von Vorschrift kennt man ja, wenn man jetzt auch anderweitig ist. Genau, und dann muss man auch einfach sagen, also dieses, wenn Leute erschrecken und sagen, 180 Tage mehr auf so einer kleinen Insel, sage ich mal ganz langsam, also wir leben ja zum Beispiel auch von dieser Nachbarschaft mit Guernsey. Ich würde nicht auf SAG wohnen, wenn ich Guernsey nebenan wäre. Guernsey hat halt 66.000 Einwohner, mehr Restaurants, große Supermärkte, Anlagen jeder Art, Spa-Hotels, was weiß ich, Golfplätze, wenn einem das liegt. Also es ist jetzt nicht so, als würde einem auf SAG die Decke auf den Kopf fallen. Man hat nebenan Guernsey. Jersey ist ja auch noch, also ich sehe Jersey am Horizont, ich fahre da selten mal hin, aber auch das gibt es dann noch. Freunde von mir, Zuwanderer aus meiner Zuwanderungswelle, die Boote haben, die fahren halt auch mal schnell einen Tag oder zwei nach Frankreich rüber oder kommen auch am gleichen Tag zurück. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Wie oft bist du jetzt in Guernsey zum Beispiel so einfach zum Einkaufen oder Freizeit oder sonstiges? Also dadurch, dass ich eine Firma auf Guernsey habe, bin ich quasi, ich sag mal so, eigentlich jede Woche mal dort. Und für mich ist die Logistik so, dass ich halt eben immer London mit Guernsey kombiniere. Ich fahre nach Guernsey rüber, mache dort ein, zwei Tage Termine, Arbeit, bleibe in einem Hotel und fahre dann am Morgen vom Hotel zum Flughafen. Also ich fahre meistens nicht von SAG zum Flughafen, ich fahre von SAG nach Guernsey, mache dort mein Ding und dann fliege ich von Guernsey nach London. So arrangiert man sich halt ein bisschen mit den Umständen. Aber Und wer jetzt Kinder hat, gehen die Kinder auch in Guernsey die Schule oder gibt es eine Schule auf der Insel? Auf SAG gibt es eine Schule, die sogar sehr gut ist. Sie ist zum einen in einem sehr schönen, großen Gebäude und wie man sich das halt so vorstellt, so mit Platz, Golfplatz, Fußballplatz davor und alles. Die Schule hat einen sehr guten Ruf. Sie hat im Moment so ungefähr 35 Kinder. Homeschooling ist auch erlaubt. Das machen auch immer mehr Leute. Die Schule war früher mal für alle Jahrgänge bis irgendwie 17. oder 18. Jahr, aber leider dann in dieser ganzen Krise waren so wenige Kinder da, dass man das System geändert hat und sie können jetzt nur bis zur 7. Klasse, also bis zum 13. Jahr in SAG auf die Schule gehen und dann müssen sie entweder in Guernsey oder UK so Boarding School machen. Großes Politikum, großes Problem, viele Reibereien, alles kein so ganz leichtes Thema. Ich würde ja hoffen, dass SAG die Regierung mal, die Bevölkerung mal wieder auf ein Level kriegt, wo man so viele Kinder hat, dass man sagt, wir machen das jetzt wieder bis zum 17. oder 18. Lebensjahr. Und das, denke ich mal, wird mittelfristig passieren, aber im Moment ist es noch beschränkt. Und Freizeitangebote? Was macht man nach der Arbeit? Also SAG hat, wie Leute dort, die dort wohnen, immer wieder überrascht feststellen, ein extrem gutes Social Life. Also zum einen, man kennt sich irgendwie so untereinander.
Und zum anderen, viele Leute sind halt doch irgendwie gleichgesinnt. Also da kommt ja irgendwie auch ein bisschen Menschenschlag hin. Und gleichzeitig sind die Leute auch alle so ein bisschen meistens von einem etwas ungewöhnlichen Background. Also man hat einfach interessante Nachbarn. Und ich habe viele von meinen Einwanderern haben dann auch gesagt, also mein Social Life auf Sark ist besser, als es jetzt zum Beispiel in Australien war, als wir irgendwie in einem Apartmenthaus in Perth wohnten. Weil ich kenne meine Nachbarn und die Leute, die sind alle total cool und wir reden über die gleichen Dinge, haben die gleichen Interessen. Vom Freizeitangebot her ist es so, es ist ein outdoorsy Lifestyle, wie man in Großbritannien sagt. Also die meisten Leute machen irgendwie draußen was. Angeln ist sensationell. Sark hat seine eigene Fischereizone. Und weil da wenig gefischt wird, sind halt einfach sensationell viele Fische im Wasser. Kajak, Hiking, Fahrradfahren, Zelten, Gärtnern, also was es da halt so alles gibt. Pferde könnte man haben, Wassersport jeder Art, Boote, you name it. Aber man muss, was wir gerade nicht haben, wir haben kein Kino, wir haben anders als Monaco, wir haben keine Oper, wir haben kein Casino, viele Dinge haben wir halt eben auch. Okay. Aber hört sich trotzdem gut an, oder? Im Prinzip ja. Also es hat alles so seine, ich will es auch nicht nur schönreden, es hat alles seine Beschränkungen. Also Friseur, Nagellackierer, Dame für die Damen und so. Aber es gibt es auf Guernsey dann, ja? Es gibt es auf Guernsey und auf Sark gibt es meistens sogar auch. So saisonbedingt oder da ist dann immer mal wieder jemand da und so. Aber ja, also der Supermarkt auf Sark, der ist wahrscheinlich größer, als man sich das vorstellt. Was er nicht hat, bestellt er einen. Aber klar, es ist halt nicht der Whole Foods, den man irgendwie aus London kennt oder der Waitrose. Dafür muss man halt wieder nach Guernsey fahren. Jetzt hattest du ja gerade eben schon mal kurz das Thema Visum erwähnt. Unsere Zuschauer und Hörer wissen ja mittlerweile, dass was UK anbelangt, dass ich von sage, was UK anbelangt, das Thema Visum ja momentan nach Brexit sehr schwierig ist. Also jetzt kann ich nicht einfach sagen hier, ich bin Unternehmer, besorg mir ein Visum für UK, das geht nicht. Es gibt kein solches Visum. Ja, also wenn ich irgendwo ein Jobangebot habe, vielleicht. Ja. Ist die Situation jetzt in Sark genauso kompliziert und genauso schwierig, wie ich von dir verstanden habe, gibt es ja Sark-spezifische Visa, die Sark selbst ausgeben kann. Ja, also wenn jemand unbedingt rein will, denke ich mal, kriegt er das schon irgendwie hin. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also zum einen mal, es gibt ja, wie viele Millionen Leute haben den Settle-Status? Das sind ja, glaube ich, irgendwie 5 Millionen, ja. Irgendwas ab. Viele, keine Ahnung. Leute haben den Settle-Status oder pre-settled. Die können natürlich einfach hinziehen, müssen nur Wohnraum finden. Dann kann man hinziehen, wenn man einen Job hat. Muss man ehrlich sagen, im Moment sind Jobs halt irgendwie dünn gesät auf Sark, aber auch dadurch bedingt, dass halt niemand sich Mühe gibt, einen Job zu finden, der nicht irgendwie in der Tourismusbranche ist. Also wenn jemand irgendwie was anderes macht, was weiß ich, IT oder sonst so, der würde wahrscheinlich mittlerweile auf Sark schon irgendwie was finden, denn es gibt eben viele Freiberufler dort, die gerne jemanden hätten. Dann ist, denke ich mal, das der beste Weg im Moment das Unternehmervisum und das ist kurz zusammengefasst, man muss 200.000 Pfund investieren in eine Firma, die einem mehrheitlich gehört, die auf Sark sogenannte signifikante wirtschaftliche Vorteile bringt, was total Auslegungssache ist, also da gibt es keine harten Kriterien, aber wer 2 lokale Arbeitsplätze schaffen würde, der hätte dieses Kriterium erfüllt. Dieses Visum wurde mal von Guernsey erschaffen, gilt für Sark mit. Es hat noch nie jemand für Sark beantragt. Ich habe diverse Gespräche geführt mit Leuten, die sich das überlegt haben. Am Ende haben sie es nie gemacht. Also wir wären sehr daran interessiert, mal einen Probefall zu haben, um das mal endlich durchzuexerzieren. Damit käme man rein. Das gilt dann für 2 Jahre. Nach 2 Jahren muss man seinen Businessplan nochmal vorzeigen. Es wird aktualisiert und dann darf man nochmal 3 Jahre da bleiben und danach ist man Permanent Resident. Wie ist das jetzt? Also ich meine, es gibt ja bei diesen Investorenvisums verschiedene Möglichkeiten in verschiedenen Ländern. Wird das anders gehandhabt? Muss ich die 200.000... sage ich jetzt mal, im Vorfeld investieren, das heißt zum Beispiel jetzt Stammkapital in eine Firma einzahlen oder ein Gebäude kaufen oder sonst irgendwas, oder sind es einfach 200.000, die ich im Laufe von 2 Jahren zum Beispiel Gehälter ausgebe? Ja, es liegt so ein bisschen in der Mitte, also man muss schon Substanz vorweisen, Kanalinseln sind sehr darauf erachtet, dass niemand reinkommt, der dem Staat zur Last fällt, aber man muss auch nicht alles am Tag 1 irgendwie investiert haben und ich sag mal, der Vorteil ist, ich kann natürlich nicht für die Regierung sprechen, aber ich denke mal, wenn endlich mal jemand käme und dieses Ding beantragen würde, würde man sich das wahrscheinlich empfohlen anschauen, um da mal einen Präzedenzfall zu haben. Und dann gab es bis letztes Jahr ein Investorenvisum. Da musste man nur Geld in eine Immobilie, lokale Aktien oder lokale Anleihen stecken. Das war natürlich sensationell. Das ging damals mit 750.000 Pfund.
wurde leider im Rahmen des Ukraine-Konflikts wurde das gekascht, weil man gesagt hat, da kommen Russen rein, wir schalten es jetzt erstmal ab. Ich denke, das wird wieder eingeführt, aber diese 750.000, die waren halt auch irgendwie schon, ich glaube, 15 Jahre oder so die Zahl. Und natürlich durch Inflation muss man das mal anpassen. Das wird nicht billiger werden. Aber ich denke, dass Guernsey das mal wieder einführen wird. Und vor dem Ukraine-Krieg war der letzte Stand bei den Gesprächen, dass das dann auch für Sarg gelten sollte, kam halt alles zum Erliegen. Und dann gibt es noch zu allerletzt, ich glaube, analog zu Irland ist es, glaube ich, es gibt das Künstler- und Musiker- und Autorenvisum. Wer nachweisen kann, dass er von echter Kunst lebt, und echte Kunst ist natürlich Auslegungssache, aber man muss irgendwie publiziert sein oder was aufführen oder so, der kann auch nach Sarg oder auch nach Guernsey ziehen. War ganz witzig, ich habe dieses alte Gesetz gefunden und habe dann die Einwanderungsbehörde angerufen. Die wussten da gar nichts davon, haben dann das Buch rausgeholt, haben mal nachgeschlagen und gesagt, ja, das gibt es ja echt. Da haben wir aber noch nie jemanden gehabt in den letzten 20 Jahren. Aber es gilt auch für Sarg. So, und dann der Daniel spielt ja Gitarre, ja? Also. Ja, müsste man also auch mal probieren, ja. Spannend. Und ansonsten, was ist da zu tun, außer nachzuweisen, dass man Künstler ist, wenn man dann einzieht? Aus dem Kopf gesprochen, ich habe es lange nicht mehr angeschaut, aber ich glaube, man muss dann auch 180 Tage im Jahr da sein für das Visum. Und ansonsten glaube ich relativ wenig, wer da mal nachgewiesen hat, dass er von Kunst lebt, der geht zurück auf Victor Hugo, der ja mal auf Guernsey 15 Jahre lang lebte und dort Les Miserables und Toilers of the Sea schrieb. Ja, habe ich gelesen. Und der war ja da Flüchtling, weil er Napoleon kritisiert hat. Ich denke, seit der Zeit sind Künstler in Guernsey wohlgesonnen. Spannend, ja. Interessant. Sehr interessant, ja. Vielleicht hört ja jemand zu, der Künstler ist und das mal probieren will. Ja. Und dann wissen wir mehr. Ja. Und ansonsten kann ich nur sagen, was das Thema Probieren anbelangt, also einfach mal besuchen. Also bis vor der Pandemie, in der Before Time, wie ich das immer nenne, gab es aus Deutschland einmal die Woche einen Charterflug von Düsseldorf und München nach Guernsey rüber. Und da kam jede Woche so ein Jet voller deutscher Touristen. Den gibt es im Moment meines Wissens nicht, aber ich sag mal, über London Gatwick kommt man ja schon irgendwie hin. Man kann auch im Sommer über Frankreich kommen, von Saint-Malo und ich glaube von Dinard aus fährt eine Fähre. Die fährt meistens entweder nach Jersey oder teilweise auch nach Guernsey und dann von dort kommt man eben nach Sarg weiter. Gibt es viele Möglichkeiten. Und wie man in den deutschen Medien immer mal wieder lesen kann, Sarg ist auf jeden Fall eine Reise wert. Man kann sich das ja mal ein paar Tage zu Gemüte führen. Jetzt fragen viele oder suchen viele auch einen Wohnsitz, bei dem es perspektivisch die Möglichkeit gibt, über eine permanente Residenz dann auch eine zweite Staatsbürgerschaft zu erwerben. Du nickst schon, also hat wahrscheinlich der eine oder andere auch schon da mal nachgedacht oder nachgefragt, wie sieht es denn da bei Sarg aus? Absolut, also ich sage seit Jahren, dass es, wenn man sich eine neue Staatsbürgerschaft zulegen sollte, sollte man sich irgendwo ersitzen, weil man sie dann hat aus einem Land, das eben auch nicht sofort auffällt, als der hat wahrscheinlich seinen Pass da irgendwie durch ein Citizenship by Investment Programm oder so. Ich war da immer sehr kritisch und gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, die ich natürlich respektiere. Auf den Kanalinseln ist es so, man kriegt nach 6 Jahren den Pass, also nach 5 Jahren wird man permanenter Resident und dann muss man nochmal 12 Monate warten und dann macht man den Test über Kenntnisse der britischen Inseln. Alles der britische Pass, dementsprechend, ja? Ja, da wird es dann wieder ein bisschen komplizierter. Also es ist ein Pass, da steht drauf Bailiwick of Guernsey, British Isles. Es ist ein sogenannter britischer Pass, aber von Guernsey ausgegeben. Sarg hat in der Theorie das Recht, das alles selber zu machen. Aber sagt dadurch, dass das keinen Verwaltungsapparat hat, hat bestimmte Dinge an Guernsey ausgelagert. Nicht, weil Guernsey die Macht drüber hätte, sondern weil man einfach gesagt hat, wir machen so ein Outsourcing Agreement. Zum Beispiel Finanzaufsicht. Die Finanzaufsicht von Guernsey verwaltet Sarg mit. Also wer Fondsmanager oder was weiß ich gründen will, eine Bank, also geht jetzt nicht, aber nur als Beispiel, der müsste sich mit den Behörden von Guernsey auseinandersetzen. Und bei Einwanderung ist es genauso. Und wer auf Sarg eingebürgert wird, der kriegt dann den Pass, wo draufsteht Bailiwick of Guernsey, British Isles. Man hat dann quasi vereinfacht ausgedrückt alle Rechte eines Briten, aber nicht alle Pflichten eines Briten, weil man halt eben, wenn zum Beispiel in dem theoretischen Fall, dass Großbritannien mal die weltweite Besteuerung einführen würde, sehe ich jetzt nicht, aber als Beispiel, würden die Kanalinseln da halt nicht drunter fallen, weil sie halt einfach separat sind. Oder eine andere Sache ist es der Militärdienst, ne, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Also würde man dann beispielsweise mit diesem Pass
einberufen werde oder die Kinder zum Beispiel? Interessante Frage. Gibt's keinen Präzedenzfall, der mir jetzt bekannt wäre? Würde ich mal sagen, nein, solange die Kanalinseln nicht selber angegriffen werden. Generell, ich finde es eine große Attraktion, dass man eben so einen Schritt von Großbritannien weg ist. Mhm. Und die Inseln tendenziell auch eher mehr unabhängig werden als weniger, was ja auch mal ganz wichtig ist. Also alles verändert sich ja irgendwie so in der heutigen Zeit. Und also die Kanalinseln lassen Außenpolitik und Militär von Großbritannien miterledigen, aber bekamen auch das Recht, da gab es Verhandlungen, dass sie ihre Außenpolitik zunehmend auch selber in die Hand nehmen können, solange es nicht irgendwie auf eine extreme Weise von den Zielen von Großbritannien abrückt. Also sag mal jetzt irgendwie ein Friedensabkommen mit Russland würde jetzt wahrscheinlich nicht durchgehen, aber wenn die Kanalinseln zum Beispiel in der Finanzregulierung eigene Außenpolitik betreiben würden, das würde wahrscheinlich funktionieren. Also sie gewinnen mehr Unabhängigkeit. Ich denke, dass einem das in jetzt im Vorteil gereicht, wenn man dort eingebürgert wird. Jetzt haben wir ja vorhin schon kurz über das Thema Steuern gesprochen. Du hast ja gesagt, die Steuer wird bemessen, basierend auf dem Wert der Immobilie, die man bewohnt. Sind das alle Steuern, die man bezahlen muss? Also es gibt keine Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, Kapitalertragssteuer oder was auch immer, nur diese eine Steuer. Und das also schon Horror, wir haben noch weitere Steuern. 14 Pfund pro Jahr für Fahrrad. Für Pferde sind es, glaube ich, auch so 14 oder 20 Pfund pro Jahr. Wer einen Traktor hat, muss eine Steuer bezahlen. Aber ansonsten haben wir nichts. Alkoholsteuer noch, nicht zu vergessen. Mehrwertsteuer, wie ist damit? Britische Mehrwertsteuer? Nee, gibt keine Mehrwertsteuer. Die Kanalinseln sind mehrwertsteuerfrei. War jetzt mal in der Diskussion, dass Guernsey eine Mehrwertsteuer einführen sollte, haben sie aber wurde gekillt im Parlament. Das Thema ist hoffentlich tot. Damit ist auf Guernsey, wo man eher mal einkauft als auf Saat, ist erstmal alles 20% billiger. Also wenn dort die Kreuzfahrtschiffe anlegen, dann Uhren, Apple-Laptops, Kameras und so sind alle erstmal deutlich billiger und verkaufen sich sehr gut. Davon profitiert man natürlich auch. Aber ja, nee, um die Frage ernsthaft zu beantworten, nein, wir haben keine solchen Steuern. Also Erbschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Einkommenssteuer, Mehrwertsteuer, diesen ganzen Käse haben wir nicht. Und zur Steuererklärung ist eine Seite. Da muss man zwei Felder ankreuzen. Ich sag mal, ich habe meine wahrscheinlich in 10 oder 12 Sekunden ausgefüllt. Wer neu auf der Insel ist, braucht wahrscheinlich eine Minute. Und dann ist das Thema erledigt. Und jetzt, wenn man über Guernsey spricht, du hast gesagt, du hast ein Unternehmen da. Wie sieht es da aus mit Körperschaftssteuer und solchen Dingen? Kommt so ein bisschen auf den Sektor drauf an. Also im Finanzsektor in der Regel 0 Steuern. In anderen Branchen kann es, glaube ich, 10% Steuern geben. Aber im Kern ist es minimal. Und was Einkommenssteuern belangt, die ist auf Guernsey 20%. Ist aber gekappt. Niemand muss mehr als 140.000 Pfund im Jahr bezahlen. Also wer mehr als 700.000 Pfund im Jahr bezahlt, der zahlt einfach nur 140.000. Und Kapitalertragssteuer haben sie keine, Mehrwertsteuer keine, Erbschaftssteuer auch nicht. Also wer vermögend ist, kommt da relativ gut davon. Und wenn du jetzt natürlich in Sark wohnst, wie du, und in Guernsey ein Unternehmen hast, dann würde ich das ja sowieso nicht betreffen, jetzt die Einkommensteuer in Guernsey. Korrekt, ja. Es gibt da also Körperschaftsteuer vielleicht, aber ja. Wahrscheinlich. Wie ist es so mit, also grundsätzlich hast du gesagt, Guernsey wäre jetzt ein starkes Finanzzentrum. Was ist so mit, sage ich jetzt mal, neuen Industries, wie jetzt zum Beispiel Krypto oder auch jetzt zum Beispiel E-Money und sowas oder auch von mir aus Online-Gaming, was in den letzten 20 Jahren alles aufkam, wo ja manche Inseln, sage ich mal in Anführungszeichen, sehr groß sind. Wie ist es dort auf Guernsey jetzt zum Beispiel? Also da ist Guernsey sehr interessiert und offen, muss man sagen. Digitale Businesses jeder Art werden dort auch aktiv gesucht. Man will auch wegdiversifizieren von der Finanzbranche. Also im Moment ist das Bruttosozialprodukt, glaube ich, zu 48% von der Finanzbranche abhängig. Das ist natürlich auch schon ein echtes Risiko. Und die andere vom Tourismus, ja. Ja, und dann gibt es auf Alderney, das ist eine Insel, die war früher mal so unabhängig wie Sark, hat sich aber nach dem Zweiten Weltkrieg in die Hände von Guernsey begeben. Ob das schlau war, ist noch ein anderes Thema, aber die haben sich sozusagen an den großen Bruder angelehnt, da ist E-Gaming legalisiert und das ist da ein Ding. Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht aus, aber auch das gibt es dort. Und ansonsten, ja, Krypto, da sucht die Regierung von Guernsey immer mal wieder nach Ideen. In meiner Erfahrung sind da so ein bisschen Welten aufeinander geprallt. Also einerseits will Guernsey ein innovativer und offener Finanzstandort sein, die neue Player und neue Branchen einladen. Und die Finanzaufsichtsbehörde von Guernsey, über die ich echt nur Gutes zu sagen habe, die hat zum Beispiel Briefkasten im Internet, wo man seine
Vorschläge auch einwerfen kann. Und ich glaube, der weltweit erste Bitcoin-ETF wurde auf Guernsey zugelassen. Also man macht dort auch was. Aber ich merke, dass da Welten aufeinander prallen, weil Krypto-Finanzleute und Bitcoiner sind ja meistens extrem libertär aufgestellt und wollen halt irgendwie so gar keinen Staat. Und das macht Guernsey halt nicht mit, weil Guernsey sagt, wir sind auf der weißen Liste und davon leben wir und das wollen wir nicht verlieren. Deswegen muss jemand, der dort was Großes unternehmen will, auch einfach mal die Hosen runterlassen gegenüber den Aufsichtsbehörden. Und deswegen hat es noch nicht so wirklich abgehoben. Es bewegt sich so langsam nach vorne, aber wer den libertären Krypto-Haven sucht, der muss wahrscheinlich woanders schauen. Ja, haben wir auch darüber gesprochen. Das ist ja immer wieder ein wichtiges Thema für uns, wenn wir dann, weil wir einige in dem Bereich tätig sind. Also es geht so einiges, es ist vieles auch immer einfach, es kommt auf persönliche Gespräche an. Also zum Beispiel eine der großen Privatbanken dort, von denen weiß ich, wenn jemand kommt und sagt, 100% meines Vermögens ist in Krypto, kann ich bei euch ein Konto aufmachen, sagen sie nein. Aber wenn er sagt, 30% meines Vermögens sind in Krypto, dann ist das kein Problem und dann sind sie da sehr flexibel. Es bewegt sich so aufeinander zu, aber langsam und vorsichtig, weil man hat halt auch was zu verlieren. Die Inseln sind sehr wohlhabend. Wir haben 0% Arbeitslosenquote in Guernsey. Es werden wahrscheinlich eher mehrere tausend Leute gesucht, für die es im Moment keine Jobbewerber gibt. Und wer auf einem so hohen Ross sitzt und so satt ist, der riskiert halt relativ wenig. Ist auch nachvollziehbar. Ja, ist absolut nachvollziehbar, ja. Und vor allen Dingen, weil die ja, die können sich das ja auch gar nicht leisten, weil die sind ja letztlich auch dann businessmäßig auch wieder vom UK abhängig zum Großteil. Ja. Und wenn die jetzt da den UK verärgern würden mit irgendwelchen aggressiven Modellen, dann wäre es ja relativ schnell, dann hätten sie ein Problem wahrscheinlich. Genau, und ich sag mal, in der Praxis ist es so, man kann bestimmte Dinge machen, die akzeptiert werden, die müssen halt irgendwie reasonable sein. Ja. Also zum Beispiel die Unternehmensanleihen sind deshalb so erfolgreich auf Guernsey, weil man halt bei bestimmten Offenlegungspflichten wesentlich nachsichtiger ist als zum Beispiel die EU. Deswegen legt die Dinge keiner in der EU auf, sondern kommt nach Guernsey eben. Und die City of London sagt, das ist super, wenn jeder darauf spezialisiert, jetzt halt jeder macht so sein eigenes Ding. Und insofern ist so ein Leben, live and let. Ich glaube, ich meine, also zumindest vielleicht ist auch der Jersey jetzt noch bekannter, das ganze so Vermögensplanungs-, Family-Office-Geschäft ist ja auch groß, Trusts, Offshore-Trusts und so, also es wird ja wahrscheinlich in Guernsey genauso praktiziert. Absolut, ja, also Jersey ist dafür bekannter. Ja. Ich werde immer mal wieder gefragt, was sind die Unterschiede zwischen Jersey und Guernsey, wenn es um Finanzen geht, und ich habe das auch so mal ein bisschen als Umfrage unter meinen Kontakten gemacht. Die ehrliche Antwort ist, dass die Unterschiede minimalst, querstrich, nicht vorhanden sind. Man macht im Wesentlichen so das Gleiche. Die Inseln sind vom Charakter her ein bisschen unterschiedlich. Jersey hat mehr Platz, hat halt auch 120.000 Einwohner. Es gibt dort eine British Airways-Verbindung nach Heathrow. Davon kann Guernsey nur träumen, weil halt die kritische Masse fehlt. Ja, jeder hat so ein bisschen seine Nische, aber im Kern machen sie alle relativ ähnliche Dinge. Ja, wie ist denn jetzt deine Zukunftsprognose für die Insel? Wo siehst du die Insel in 5 Jahren oder in 10 Jahren? Also ich war neulich jetzt wieder in Medien, weil ich habe nicht eine Kampagne, aber eine Initiative gestartet, um SAG stärker zu entwickeln. SAG braucht mehr Bevölkerung und mehr Wohnraum. Es ist, glaube ich, man kann das wirklich objektiv sagen, mit 500 Leuten kann man keinen Staat machen. SAG ist de facto wie ein Land, auch wenn der Status der Kronbesitzung nicht von der United Nations als Landstatus anerkannt ist, aber SAG hat zum Beispiel einen eigenen United Nations Country Code. Wir haben auch unsere eigene Internet-Domain. Also in vielerlei Hinsicht hat SAG mehr als das, was man erwarten würde von 500 Leuten, aber wir haben zum Beispiel auch ständig im Parlament leere Plätze, weil unter den 500 Leuten finden sich keine 18, die bereit sind, im Parlament zu sitzen und dort umsonst bezahlt werden die nicht, als Freiwillige die Arbeit machen. Und mit 500 Leuten kann man im Winter keine Restaurants offen behalten, die Schule hat ihre Probleme und so weiter und so fort. Es müssen mehr Leute heißt, es muss irgendwas auf der Immobilienseite passieren, es müssen mal ein paar Gesetze neu aufgefrischt werden. Und ich habe zusammen mit dem Staatsoberhaupt von SAG, es gibt da einen Lord, das ist ein Senior, wie er lokal heißt, haben wir die Initiative gestartet. Wir könnten relativ umfangreiche Investments nach SAG bringen, das steht im Rahmen unserer Möglichkeiten, aber es müssten dafür bestimmte Dinge auf der Insel auch passieren und wir möchten bestimmte Assets auch gerne kaufen auf der Insel. Das ist im Moment in der öffentlichen Diskussion und in der internen Planung. Wenn das kommt, dann
wird sich zum eines auf jeden Fall verändern. Es wird einfach mehr attraktiven Wohnraum geben, ganz klar. Wir machen Lobbyarbeit dafür, dass das ganze Thema Wohnsitz auf Saag mal ein bisschen besser reguliert wird, also dass es auch einfach sicherer ist, sodass 90 Tage eben einfach in einem Gesetz drinsteht. Man weiß, wenn man 91 Tage da war, ist man total im grünen Bereich und dadurch auch einfach die Zukunft von Saag sichern. Das wird sich jetzt alles in den nächsten 3 bis 12 Monaten zeigen. Und ich denke, dass wir das hinkriegen. Ich denke, dass die Insel dadurch noch attraktiver wird. In der Zwischenzeit ist definitiv Zuzug da. Also wir haben zwar noch keine offizielle Warteliste, aber ich sage mal so inoffiziell, bahnt sich jetzt an, dass so nach und nach eine Warteliste entsteht von Leuten, die hinziehen wollen, aber finden im Moment Katz. Und die kommen aus UK oder wo kommen die? Die kommen aus UK, also ohne dass ich da irgendwas machen müsste, ist einfach Zuzugsdruck da. Ich sage immer, in UK gibt es 30.000 Leute, die ein Arbeitseinkommen von mehr als 1 Million Pfund haben. Also kein Kapitaleinkommen, sondern Arbeitseinkommen. Und damit haut die Einkommenssteuer bei denen natürlich total rein. Und sagt es jetzt auch nicht mehr unbedingt ein Geheimnis. Das irgendwie ist es jetzt out in the open. Und man muss nicht mal 1 Million verdienen, mit ein paar hunderttausend ist irgendwie auch schon die Entscheidung nahe, sich mal umzuschauen. Und heutzutage ist sowieso mit der ganzen Work-from-Home-Culture, ich meine, no-brainer. Ja, genau, es hat sich total verändert und da wird Zuzugsdruck da bleiben und der ist auch auf Guernsey da. Also, das Thema wird aktuell und bleiben und wir müssen das halt jetzt irgendwie mal besser regeln, glaube ich. Das, denke ich, wird auch kommen. Ja. Es wundert mich wirklich, dass es nur 500 Einwohner gibt, weil ich meine, es wird sicherlich ja unter all den Millionen, die dort hinziehen könnten, einige geben, die dieses ländliche und vielleicht etwas rückständische Leben, wie du es beschrieben hast, also auch gern mögen. Ich meine, ich habe in Irland gewohnt, das stelle ich mir ähnlich vor. Irland ist auch wahnsinnig rückständig in den ländlichen Teilen. Ja. Absolut. Dublin super modern, aber dann eher rückständig. Aber das hat ja auch so eine gewisse Romantik. Ja, ja, es ist ein Nischenprodukt, aber es gibt Leute, für die das ist ideal. Und also wird auch immer mal, also ich kriege dann immer mal wieder gesagt, ja, jemand, der irgendwie so super reich ist, der würde ja nie nach Saag ziehen, wo ich sage, nee, also ich kann dir ja mal ein paar Leute vorstellen. Denen gefällt es da halt einfach. Und dann oft auch einfach durch Nähe zu Familie, Nähe zu Großbritannien, vielleicht früher als Kind immer die Kindheitsurlaube dort verbracht auf Kanalinseln. Also, und wir brauchen halt nicht viele davon und es gibt eine ausreichende Masse und durch Work from Home hat sich halt alles total verändert. Ja, und ich meine, wir kennen ja auch zum Beispiel jetzt Leute hier aus dem persönlichen Familien- und Bekanntenkreis, die zum Beispiel nach Montenegro umgezogen sind. Ja, kannst ja, ist ja auch jetzt nicht unbedingt hier der modernste Staat, ja. Ist halt immer der Unterschied. Manche Leute können sich mit dem Gedanken nicht anfreunden, auf einer Insel zu wohnen. Ja, dann ist das nicht. Das ist halt einfach so. Deswegen soll die Familie nach Montenegro, weil Insel hätten sie auch zu uns kommen können, aber ne? Wobei ich das immer ganz anders sehe. Ich finde einfach, also jemand, der jetzt Angst hat, dass er nicht wegkommt. Ne? Mhm. Ich finde immer, das ist meine persönliche Meinung, ich komme von einer Insel vielleicht irgendwann mal besser weg als aus dem Land, wo in jede Richtung eine Grenze kommt. Da muss man also immer, ne? Also man letztendlich steige ich auf ein Segelboot oder auf ein Schiff und bin auch weg. Das zum einen und also ohne da jetzt in extreme Fälle abdriften zu wollen, aber man muss schon sagen, die Pandemie auf Saag verbracht zu haben oder auf Kanalinseln, hat einem schon so ein bisschen auch mal gelehrt, in einer kleineren Community zu wohnen, in einer Kultur, wo der Staat eher den Bürger dient als andersrum, hat echt Vorteile. Also auch die Kanalinseln waren da nicht in jeder Hinsicht perfekt, aber wir hatten halt im Grunde genommen keinen wirklichen Lockdown über mal die ersten paar Wochen, als jeder sich irgendwie orientieren musste, hinaus. Wir haben ohne Masken gelebt und alles war offen und alles war normal. Wir haben die Grenzen zugemacht und wer reinkam, musste in eine Quarantäne und das wurde auch kontrolliert. Aber es war alles wesentlich entspannter als anderswo. Und da sage ich mal, bei den politischen Reibereien und den ganzen gesellschaftlichen Risiken, die man mittlerweile hat, fühle ich mich da relativ sicher auf. Glaube ich auch. Ich auch auf einer Insel, aber wie gesagt, man muss halt Verständnis dafür haben, jemand, der Angst davor hat, dass er Inselkoller bekommt. Ne? Und deswegen ist auch gut, dass man natürlich die Leute sensibilisiert, sich das gut zu überlegen, wie du schon gesagt hast, mal auf Besuch zu kommen, sich das mal anzugucken. Mhm. Ist immer eine gute Sache. Und ja, also gibt es noch Fragen, die wir... Nee. Ja. Hast du noch eine Frage, wo du sagst, die müsst ihr bitte unbedingt stellen? Nee, ich sag nur, schaut halt mal vorbei. Ja, unbedingt. Und ansonsten
Ja, also wir haben das ja, denke ich mal, jetzt so die grundlegenden Aspekte wirklich eingehend besprochen, was auch mir immer wieder Spaß macht. Wenn die Insel sich mal weiterentwickelt und unsere Pläne weiterkommen, denke ich mal, sollten wir einfach ein Nachfassgespräch machen und dann kann ich mal berichten, was es an neuen Möglichkeiten gibt. Sehr gut, genau, ja. Das ist, ne? Ja. Wunderbar. Dann vielen herzlichen Dank. Hervorragend, danke. Und wenn jetzt jemand weitere Informationen wünscht, wie kann er dich am besten erreichen? Ich habe eine Webseite, ich habe zwei Webseiten. Eine davon heißt sven-lorenz.com. Da haben wir eine Sektion How to Move to SAG. Da biete ich auch ein E-Book an. Meines Erachtens nach wie vor die beste Ressource, die es gibt über SAG. Man kann auch alle selber recherchieren. Wer viel Zeit hat, der kann sich da auch mal ein paar Wochen drum kümmern. Ansonsten ist mein E-Book da sehr nützlich, denke ich. Und ja, es gibt mittlerweile viele Artikel und Videos im Netz. Man kann sich da umfangreich informieren. Wir blenden das gerne ein. Besten Dank. Klasse. Sehr gut. Ja. Prima. Herzlichen Dank für das nette Gespräch. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.